Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Bei meinem heutigen Gast würden wir alle gern mal übernachten, denn sie ist Chefin des Bayerischen Hofes in München, einem der bekanntesten und besten Hotels der Welt. Herzlich willkommen, Ingrid Volkert. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Sie führt das Unternehmen bereits seit 20 Jahren und in der vierten Generation ihrer Familie. Mit Ingrid Volkert spreche ich über Ehre, Erbe und Esel und natürlich über das Leben in Deutschland. Frau Volkert, was ich mich als Gast in Hotels, Bayerischen Hof kann man sich ja nicht jeden Tag leisten, aber was mich immer wundert, wie schaffen die das, auch spät in der Nacht noch freundlich zu sein? Es gibt ja auch Gäste, die einem mal auf die Nerven gehen, oder? Zum einen müssen die Menschen, die spät in der Nacht arbeiten, ja nicht schon seit irgendwie früh morgens arbeiten. Und ich denke, all die, die sich für den Beruf entscheiden, das sind Menschen, die wissen, auf was sie sich einlassen und die einfach auch gerne mit Menschen umgehen. Und also so ist es zumindest bei uns im Team und auch für mich persönlich, die eigentlich auch gerade das als eine Herausforderung sehen. Also einfach immer freundlich zu bleiben, Dienstleister zu bleiben, auch den Wünschen nachzugehen, die eigentlich jetzt in dem Moment etwas komisch klingen. Also das ist einfach unser Beruf und das macht es spannend und das ist die Herausforderung, das immer professionell zu tun. Haben Sie da so Techniken, dass Sie dann einmal tief durchatmen oder sich eine Blumenwiese vorstellen? Oder wie macht man das? Erst einmal, der Alltag ist ja recht angenehm. Also es gibt ja auch wirklich ganz, ganz viele tolle Gäste. Es gibt Mitarbeiter, die unheimlich viel abfangen, gegenseitig auch. Und letztendlich die Konfrontation mit wirklich Schwierigen ist ja nicht von morgens bis abends. Also das bleibt letztendlich im Rahmen. Und das ist einfach dann, ja klar, Luft holen, zuhören, drauf eingehen. Oft ist es ja wirklich auch, dass der Kunde recht hat. Vielleicht gibt es ja wirklich oft Dinge, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Selbst bei Ihnen? Es ist überall. Wir haben alle mit Menschen zu tun. Wir haben auch mit Dritten, mit Umwelt, wir haben mit Themen zu tun, Technik zu tun, in dem man oft nicht drin steckt. Und da passieren nun mal Dinge. Und oftmals sind die gerechtfertigt. Dann muss man auch drauf eingehen, aus der Sache heraus. Und oftmals sind es dann aber auch Themen, wo man dann wirklich Luft holt und ja, und das dann als Herausforderung sieht, trotzdem ruhig zu bleiben. Funktioniert ganz gut bei Ihnen. Seit 2010 ist der Bayerische Hof das umsatzstärkste Hotel in Deutschland. Nicht so schlecht. 2011 haben Sie 55 Millionen Gewinn gemacht. Prima, ja, wir haben recherchiert. Gewinn wäre schön, Umsatz, ja. Umsatz. Okay. Ach, wissen Sie, als Journalist schmeißt man schnell mal durcheinander. Sie haben so ein bisschen das FC Bayern-Problem. Sie müssen immer auf Platz 1 sein. Ein zweiter Platz gilt schon als Misserfolg. Nein, nee. Also wir waren auch viele Jahre lang auf Platz 2. Unser Haus ist ja nicht so groß. Wir haben 350 Zimmer. Und es gibt ja auch Häuser wie in Berlin, jetzt zum Beispiel das Estrel. Das war lange auf Platz 1. Das hat, weiß nicht, 1200, hat ein Kongresszentrum. Ist eine eigene Stadt. Ja. Also da ist es dann auch gar kein Thema, wenn man mal auf Platz 2 fällt. Aber umso mehr freut man sich, wenn man dann wieder auf 1 ist. Und Sie haben ja nicht nur den Bayerischen Hof, Sie haben auch noch das Hotel zur Tenne in Kitzbühel und dann noch die Weinkellerei Gebrüder Volkert. Das managen Sie alles so locker weg? Ja, so locker weg nicht wirklich. Also wir haben in Kitzbühel für die Operative jemanden, der da in der Verantwortung sitzt, weil letztendlich auch so ein Haus in Kitzbühel ist zwar klein, aber braucht jemand vor Ort. Und haben auch die Weinkellerei mit einer Geschäftsführung ausgestattet. Und da bleibt es dann eigentlich bei mir nur wirklich in der großen Sache, den Überblick dann auf die Geschäftsführung zu halten. Und den Münchner Teil, den mache ich auch operativ selbst, weil es das Wichtigste ist im Unternehmen. Und so in der Summe passt es. Sind Sie ein Workaholic? Würde ich jetzt nicht sagen, ich arbeite gerne. Und ich hab das Glück, dass für mich wirklich, es ist ein Leben. Also es ist jetzt nicht mein Privatleben und mein Beruf, sondern es ist ein Leben. Und insofern ist es nicht Workaholic, sondern es ist einfach, man hat einen langen, erfüllten Tag mit wenig Schlaf, den ich Gott sei Dank nicht wirklich brauche. Und sieht das nicht als Arbeit. Aber Sie müssen schon diszipliniert sein. Sie können jetzt nicht jeden Abend mit Ihren Gästen bis um 3 Späßchen haben. Nee, was ich für mich mache, ist, ich trinke wirklich so gut wie kein Alkohol, weil ich glaube, den Alltag dann auch als noch dann abends an der Bar, ja, ganz schlecht. Außer auf dem Oktoberfest. Alkoholfrei. Sie lassen es ja richtig krachen. Sie haben das Hotel von Ihrem Vater übernommen, als er schwer krank war. War es damals eine Debatte, eine Frau, auch noch eine junge Frau, kann die das? Wurden Zweifel, wenn auch charmant, am Anfang geäußert?
Also mein Vater war ja noch die Generation, die unbedingt einen Sohn gebraucht hat und wo, wenn es einen Sohn gegeben hätte, der ältere Sohn dann auch die Nachfolge wahrscheinlich hätte antreten dürfen. Mein Vater hatte leider nun mal zwei Töchter und ich war jetzt auch noch die Jüngere und mein Vater hatte nicht wirklich die Wahl, weil er einfach plötzlich erkrankte. Und ich denke, einfach auch froh war, dass dann irgendjemand da war, der dann weitergemacht hat. Also aber war es auch war nicht selbstverständlich, dass jetzt ein Mädchen, ein Junges, den Laden übernimmt. Wie gesagt, wir hatten nie Zeit, drüber zu reden. Ja. Mhm. Und es war dann einfach der Tag und die Situation. Und mein Vater war auch mit seiner Krankheit nie wieder in der Lage zu sprechen, also vom ersten Moment an. Und hat das mit Sicherheit in irgendeiner Form beobachtet und war mit Sicherheit froh, dass sein Unternehmen einfach weitergeführt wird. Und ich denke, ja, ich denke, dass es als Frau nicht so schlecht war auch. Wie war das für Sie? Das war für mich, ich bin unheimlich stolz auf das, was mein Vater, also insbesondere mein Vater, aber auch natürlich, ich bin jetzt vierte Generation, aber auch die Vorgänger geschaffen haben. Und für mich war das eine totale Selbstverständlichkeit, dieses, was da geschaffen wurde, weiterzuführen, mit aller Kraft weiterzuführen, damit einfach nicht alles umsonst war. Sie waren nicht nervös oder ängstlich? Nee. Ich hatte das Glück, ich hatte bei uns ja eine Lehre gemacht und kannte das Haus und war dann ein bisschen unterwegs, also in anderen Städten. Bin sehr früh wieder nach München zurückgekommen, habe BWL studiert und war parallel schon im Haus. Also das heißt, ich kannte die Mitarbeiter, ich kannte die Abläufe. Und als ich mein Studium abgeschlossen habe, ist dann auch mein Vater erkrankt. Und es war dann einfach ein nahtloser Übergang. Und so war es einfach eine Selbstverständlichkeit. Es war auch Gott sei Dank immer, es wurde immer verdrängt, dass es vielleicht zu früh ist. Es war mit Sicherheit zu früh. Es passierte. Und zwar wirklich nahtlos. Sie hatten gerade zwei Tage Ihr Diplom in Betriebswirtschaft in der Tasche, als Sie dann 1992 die Leitung der ehrwürdigen Herberge Bayerischer Hof in München übernehmen musste. Kaum im Amt erstellte sie einen 10-Jahres-Plan für den Ausbau und die Renovierung des Hauses. Hat funktioniert. Es ist eine Münchner Institution wie das Oktoberfest und das Hofbräuhaus. Das Hotel Bayerischer Hof. Herzlich willkommen. Es ist eine Ehre, wieder in diesem schönen Hotel zu sein. Weltbekannt ist der imposante Festsaal, jährlicher Schauplatz der Münchner Sicherheitskonferenz. Und weltbekannt sind auch die Gäste der 5-Sterne-Luxusherberge. Das Gästebuch, ein Who is Who der Weltprominenz. Unvergessen der Besuch von Michael Jackson. Oder auch der legendären Beatles in den 60er Jahren. Das umsatzstärkste Hotel Deutschlands verfügt neben der Panorama-Suite mit ihrem herrlichen Blick über München über 344 Deluxe-Zimmer und Suiten. Diverse Restaurants und das hoch über den Dächern gelegene Blue Spa. Ein perfekter Platz zum Ab- und Eintauchen. Auch ins Nachtleben mit eigenem Jazzclub. Bayerischem Komödientheater und Kino. König Ludwig I. legte bereits 1841 den Grundstein für das Nobelhotel. Selbst Kaiserin Elisabeth von Österreich nächtigte im Bayerischen Hof, der seit 1897 im Familienbesitz der Familie Volkhardt ist. Hermann Volkhardt kaufte es für stolze 4 Millionen Goldmark. Sohn Hermann baute den Bayerischen Hof, schon damals Treffpunkt der großen Gesellschaft, mehrmals um. Im Zweiten Weltkrieg zerstörten Bombenangriffe das Gebäude, welches die Familie nach Kriegsende noch schöner wieder aufbaute. Falk Volkhardt vererbte schließlich das Hotel in die vierte Generation. Und heute ist sie zu Gast bei Typisch Deutsch, Innegrit Volkhardt. Also ich fand die Panorama-Suite ganz schick, da mit dem Blick über München. Was kostet sowas pro Nacht? Ja, so 2.500 Euro. Euro. Insgesamt oder pro Person? Insgesamt. Ist da Frühstück mit drin? Inklusive Frühstück. Was ist ja ein Schnäppchen. Das ist richtig. Was für Münchner Verhältnisse, für Hotelverhältnisse, für die Größe der Suite eher günstig ist.
Es wirkt teuer, aber es ist eher günstig. Also jetzt insbesondere auch im Wettbewerb gesehen. Ist das so, dass da immer nur Promis wohnen oder sind das auch, ich sag mal, ganz normale Menschen, die sich mal richtig was gönnen wollen? Das ist eine ganz große Breite. Das ist vielleicht mal ein Hochzeitspaar, das sich was gönnen will. Das ist, wir haben sehr, sehr viele natürlich Gäste auch aus dem Mittleren Osten. Wir haben sehr viele Gäste aus Russland. Wir haben natürlich auch Unternehmer, die einfach sagen, ich möchte, dass es mir gut geht, wenn ich schon so viel auf Reisen bin. Und so diese Breite sind dann auch die Bewohner dieser Suiten und natürlich auch Entertainment-Business. Sie sind eine Frau, eine Hotelchefin, erfolgreich. Wir haben in Deutschland eine seit Jahren heftige Debatte über Quoten, mehr Frauen in Führungspositionen. Sind Sie für die Quote? Ich bin persönlich ein bisschen unsicher. Also ich in meinem Unternehmen, wir haben wirklich 50-50 männlich-weiblich in wirklich allen hierarchischen Ebenen. Weil das irgendwo geschrieben steht? Nee, durch Zufall, weil man einfach wirklich sagt, man achtet nicht auf das Geschlecht, sondern auf die Qualifikation. Da tue ich mich natürlich leicht als Verantwortliche fürs Unternehmen. Ich weiß aber, dass es nicht in allen Unternehmen so ist. Insofern, gerade in denen, die einfach noch sehr männerdominiert sind, insofern glaube ich fast tatsächlich, dass es eine wahrscheinlich Übergangsphase geben sollte, bis sich ja einfach mehr Selbstverständlichkeit auch in diesen Branchen und Unternehmen etabliert. Und dann sollte es eigentlich in der Selbstverständlichkeit weitergehen. Aber es ist, wenn Quote, dann nur als Brücke, weil ich denke mal, die jungen Frauen jetzt, für die ist es kein Thema mehr. Feminismus, Gleichgeschlecht, also Geschlechterkampf und sowas. Also nur als Brücke und nur eigentlich auch wirklich in den Führungsbereichen. Weil unten ist es sowieso gar kein Thema mehr. Merken Sie das im täglichen Leben, dass Sie als Frau noch anders behandelt werden, nicht ernst genommen werden? Ist das noch ein Thema? Wir hatten ja vorhin gesprochen, wie lange ich meinen Beruf schon mache und ich war damals wirklich sehr jung und es war damals noch eine wirklich extrem männerdominierte Welt, auch die Hotellerie, das ist heute leider noch. Und ich hatte wirklich das Glück immer für mich, das immer verdrängen zu können. Also ich hatte mit Sicherheit genügend Menschen um mich, die genau diesen Finger da irgendwie hatten, was will denn die junge Frau da? Ja, oder aber dieses Onkelige, richtig. Auch Komödien, aber ich habe das für mich immer irgendwo verdrängen können, was wichtig war. Aber es ist natürlich auch eine Entscheidung, zum Beispiel gegen eine eigene Familie. Dafür haben Sie keine Zeit, oder? Würden Sie das auch so als Superwoman integriert kriegen? Jetzt also noch drei Kinder. Ja, ich kenne genügend Frauen, die toll im Beruf sind und die das schaffen. Ich bin vielleicht so aufgewachsen, dass ich schon aufgewachsen bin mit einem Kindermädchen und ich immer die Familie um mich hatte, wenn ich sie gebraucht hätte, oftmals auch. Und da kriegen sie natürlich so ein bisschen anderes Verhältnis zu. Und ich weiß nicht, die Generation, die jetzt das schaffen alles, wie dann ihre Kinder dann später mal in ihrer Generation denken werden. Also ich für mich habe einfach entschieden, ich möchte es so nicht letztendlich, gerade auch in dem Beruf, der ja auch viele Nachteinsätze erfordert und wirklich Weihnachten, Silvester, also all den Tagen, wo andere bei der Familie sein können. Also in meinem Beruf habe ich für mich entschieden, in meinem Gefühl, was ein Kind auch braucht, dass es nicht kompatibel ist. Die Tradition, vierte Generation, verpflichtet, aber ist auch ein Druck, oder? Also ich meine, Sie müssen ja jetzt dieses Familienerbe am Laufen halten. Sie können ja jetzt nicht sagen, ich verkaufe den ganzen Laden und Gemüse züchten. Ja, das ist sicherlich also auch so eine Sache der Zeit. Wenn man jung ist, dann hat man die Einstellung, die ich gerade eben sagte. Man kann nicht alles letztendlich verbinden. Dann kommt man irgendwann mal in ein Alter, wo man eigentlich merkt, oh Gott, eigentlich brauchst du einen Nachfolger. Meistens ist es dann, also jetzt in meinem Fall war es dann eigentlich fast schon zu spät. Meine Schwester hat aber Gott sei Dank zwei Kinder und jetzt tue ich diesen ganzen gemeinen Druck, es muss ja weitergehen, auf die Kinder projizieren und hoffe natürlich, dass da sich eine findet. Es gibt aber natürlich auch Mittel und Wege, auch ein Unternehmen zu sichern, auch für die Zukunft zu sichern, auch wenn es heute noch keinen Nachfolger aus der Familie heraus gibt. Und das werden wir auf alle Fälle auch mit aller Kraft versuchen, sodass das Unternehmen in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Generation dann auch im Familienunternehmen weitergeführt werden kann. Sie wissen, wie das ist, nicht? Sie haben schon als Kind das Hotelporzellan ausgebessert. Sie wissen viel. Ich wusste gar nicht, dass man das ausbessern kann. Doch,
Da gibt es so kleine, also in den Kaffeekännchen gibt es unten unter dem Schnabel gibt es so kleine Löcher. Das sind diese Tropflöcher, um einfach das Tropfen zu vermeiden, dass Luft reinkommt. Und mein Vater war ein sehr sparsamer Mensch, sehr, sehr sparsam, Nachkriegsgeneration einfach, beziehungsweise Kriegsgeneration. Und hatte da, ich glaube, damals eine Ware gekauft, die irgendwie günstig zu bekommen war. Und die Kinder konnten sich dann Geld zu verdienen, indem sie diese Löcher verkleinerten, die zu groß waren. Ja. Und Sie mussten die dann... Ich musste nicht, ich konnte mir Geld zuverdienen. Und das wurde bezahlt. Und das habe ich gerne gemacht, ja. Der Bayerische Hof ist ja mehr als ein Hotel. Das ist ja nicht nur eine Herberge, es ist ein Treffpunkt. Sie haben einen Jazzclub zum Beispiel, Sie selber sind Jazz-Fan. Wie funktioniert das? Es ist ja fast eher eine Stadt, ein Dorf. Sie sind eher so eine Art Bürgermeisterin. Da muss man anders agieren als ein Mensch, der nur auf Zahlen guckt, oder? Also ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, auf Zahlen zu schauen, weil ansonsten Ihnen das ganze Ding natürlich auseinanderbricht. Ich sehe meine Aufgabe wirklich, es ist ein sehr, sehr langer Tag und in der Summe ist es wirklich 70% Zahlen und es ist 70% Büro und 70% Strukturen und Ordnung. Und die anderen sind die, letztendlich in die Operative zu gehen, zu gucken, dass diese vielen, vielen verschiedenen Outlets, die wir haben, dass die ordentlich funktionieren, dass die immer weiterentwickelt werden. Aber es ist wirklich der große Anteil des Alltags ist schon Zahlen und kaufmännischer Teile. Und auch viel Promis. Bei Ihnen steigt ja so alles ab, was man so kennt. Sind die eher anstrengender als normale Gäste? Also jetzt die Bundeskanzlerin, Michael Jackson, Sicherheitsleute. Die sind dadurch, dass sie prominent und zum Teil ja natürlich auch entweder in Gefährdungslagen sind oder einfach mit hohen Ansprüchen tatsächlich ausgestattet, sind die sehr gut organisiert. Und insofern sind das für uns wirklich einfache Gäste, weil wir im Vorfeld wirklich wissen, was wollen die für Zimmer, was wollen die auf ihrem Zimmer, wie wird der Alltag aussehen. Und man kann sich extrem gut auf diese Gäste einstellen. Und insofern ist es für uns ein wirklich einfacher Gast. Wer ist Ihr Lieblingspromi? Weil Sie gerade die Frau Dr. Merkel nannten. Unheimlich tolle Person, unheimlich unprätentiös, unheimlich toll im Umgang. Und so Menschen sind natürlich, wenn man diesen Menschen begegnen darf, die wirklich in so einer Größe sind, es sind Menschen, wo man wirklich unheimlich Respekt vor hat und glücklich ist über solche Begegnungen. Gibt aber natürlich auch ganz viele tolle Menschen aus dem Sportbereich, aus dem Entertainment-Bereich. Also es wohnen wirklich sehr viele, auch immer wieder. Und da möchte ich jetzt gar keine Namen rausnehmen, aber es gibt wirklich viele, wo man sich einfach wieder freut und die sich, glaube ich, auch freuen, wieder zurückzukehren. Ja, Frau Volker, da stellt man sich ganz lustig vor. So im Foyer des Bayerischen Hofes kommt Paris Hilton und hat so gut wie nichts an. Ja, und daneben steht eine Dame in der Burka. Clash of Cultures. Das sind Sie aber gewohnt, oder? Das sind wir gewohnt, das ist München gewohnt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele gerne nach München reisen, aus diesen Ländern, weil die Münchner damit total locker umgehen, weil es für sie ein ganz normales Bild inzwischen ist. Machen Sie doch mal hemmungslos Werbung für München. Warum soll man da hinfahren? Wir als Berliner denken ja, wir sind die Weltstadt, aber in Wirklichkeit finden die Münchner das ja auch. Also ich sage jetzt mal, das ist natürlich jetzt eine große Breite, die ich Ihnen nennen könnte. Könnte man einen ganzen Film drüber drehen, warum München. Aber München hat natürlich jetzt gerade für die Zielgruppe, die jetzt gerade gezeigt wurde, für die arabischen Gäste zum Beispiel die Vorteile, dass es einfach eine Stadt ist, wo sie wirklich alle Marken einkaufen können, wo sie alles eigentlich in Fußweite erreichen, wo sie extrem gute medizinische Versorgung haben und wo sie eine extrem hohe Sicherheit haben. Also es kann wirklich aus diesen Ländern jeder mit seinem Schmuck durch die Stadt laufen und muss nicht Angst haben, dass er beraubt wird. Also das ist gerade für die Länder, ich denke, mit ein ganz, und wie gesagt, ein ganz gleichberechtigtes Bild, das auch diese Menschen in der Stadt haben. Also es wird nicht, dass man denen nachschaut oder so. Verunsichert die nicht. Mhm. Also das ist jetzt das ist ein Grund, warum der Mittlere Osten sehr gerne zu uns kommt. Wir haben aber natürlich auch eine unheimlich tolle Infrastruktur, tolle Anbindungen. Ich vergleiche jetzt mal mit Berlin, einen funktionierenden Flughafen. Das war klar. Das ist völlig in Ordnung. Bohren Sie in der offenen Wunde ruhig weiter. Gute Infrastruktur, gute Erreichbarkeit. Wir haben ein tolles Messe- und Kongresswesen. Wir haben unheimlich viel tolle Architektur. München hat sich wirklich auch, sage ich mal, für ein Klientel, das Architektur
interessiert ist, unheimlich gemausert, unheimliche Kunstthemen, Erweiterungen, also unabhängig jetzt von dem Kunstareal, den neuen Pinakotheken, dem Museum Brandhorst, den Opern, den unheimlich tollen Orchestern, die wir in München haben. Also es gibt unheimlich viel. Jetzt wird der Sport. Sport natürlich, der FC Bayern. Der FC Bayern. Nicht Sie wissen, wir bewerben uns ja jetzt gerade auch für die Olympiade 22. Mal wieder. Das zweite Mal. Ja. Und dieses Mal hoffentlich. Beim dritten Mal klappt es mit Erfolg. Ne? Naja, aber das zeigt einfach, dass diese Stadt auch für den Sportler interessant ist, dass er Wintersport, Sommersport bietet, dass man um München herum unheimlich schöne Natur hat, Seen, Berge. Soll ich noch mehr erzählen? Nee, aber wir müssen mal zu einer kleinen Bayernkunde kommen, weil Sie sind ja keine gebürtige Münchnerin, Sie sind Fränkin. Naja, also ich bin Münchnerin. Ihre Familie ist fränkisch und wir denken ja immer so von außen, die Bayern, das ist so ein Stamm. Stimmt überhaupt nicht. Franken und Bayern, was ist der Unterschied? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da wirklich jetzt so drauf eingehen soll. Sie wollen sich keine Feinde machen. Das ist schon sehr politisch jetzt Ihre Frage. Ja. Also Franken, das ist die Gegend so Nürnberg. Ja, ist richtig. Ich glaube natürlich schon, dass die Franken an sich, da gibt es natürlich überall Ausnahmen, aber es ist halt schon etwas dörflicher, es ist schon etwas kleiner. Mhm. Es ist natürlich auch dann einfach in der Wirkung anders wie jetzt der Münchner. Und der Berliner ist auch nochmal anders und der Hamburger. Also es ist ja letztendlich in jedem Land so, dass da schon 100 Kilometer Unterschied Dialekte verändern und einfach natürlich auch eine Weltoffenheit oder auch nicht eine politische Anschauungen verändern, was da alles mit einfließt, sind jetzt nochmal andere. Also Bayern Dinge. Ist nicht ein Stamm, Bayern das ist auf ist jeden nicht Fall. Franken, definitiv, ja. Bayern ist Franken und Franken ist Bayern, aber es sind schon Unterschiede. Ihr Großvater hat Ihnen mal geraten, Sie sollten mindestens 10 Kilometer Abstand zwischen sich und dem Hotel lassen, also Sie wohnen einfach woanders, halten Sie das ein? Ich wohne tatsächlich auch da, wo ich groß wurde, wo mein Vater und mein Großvater schon aufwuchs, also 20 Kilometer außerhalb Münchens. Und das ist auch unheimlich wichtig, einfach Luft zu haben, einfach eine Autofahrt zu haben, einfach dieses nicht ständig erreichbar sein. Um jede Tages- und Nachtzeit ist man zwar telefonisch, aber ist nochmal was anderes, wenn Sie gleich griffbereit sind. Und das halte ich auch ein. Als Kind, als Mädchen waren Sie begeisterte Reiterin. Sie hätten, wenn Sie das weiter verfolgt hätten, durchaus auch sehr erfolgreich sein können auf dem Rücken eines Pferdes. Das haben Sie schweren Herzens gelassen, der Karriere zuliebe. Fehlt Ihnen da manchmal was, so ein Ausgleich? Also erfolgreich wäre ich wahrscheinlich nie geworden. Sie sind so bescheiden. Hatte ich ehrlich gesagt noch nie die Ambitionen zu. Ich habe es einfach leidenschaftlich gemacht. Ich hätte gerne was mit Tieren gemacht, ja. Und das tue ich nach wie vor. Ich habe viele Tiere um mich und es ist für mich ein mentaler wie auch körperlicher Ausgleich zu meinem sonstigen Alltag. Es heißt, dass Sie als junge Frau dann auch eher widerwillig erst im letzten Moment zu wichtigen Anlässen aus dem Reitstall dann aufgetaucht sind. Also eine Trotzphase hatten Sie auch mal. Die hatte ich. Und wenn ich wirklich gezwungen wurde, es ist wirklich gut recherchiert, ja. Wenn ich wirklich gezwungen wurde, dann bin ich halt dann wirklich, damit es nicht nochmal passiert, dass ich gezwungen werde, Dinge zu tun, die ich nicht will, bin ich mit Reitsachen stinkend dann in irgendwelchen gesellschaftlichen Anlässen aufgetaucht. Ich finde das sehr sympathisch. Aber mit den Tieren haben Sie bis heute zu tun. Ingegrid Volkhardt entspannt zu Hause bei ihren drei Eseln. Und diese als stur verschrienen Vierbeine haben durchaus therapeutische Wirkung, wie man auf dem Eselhof Teut erfahren kann. Ja. Geht man hin, wo er wollte. Therapiesitzung der besonderen Art. Im Freien und mit Eseln. Spontan fangen Nils Mertens und Sarah Trittin an, die Tiere zu streicheln. Wenn du ihn streichelst, dann denkst du, für wen machst du das? Für mich. Ah ja, das ist eine spannende Sache, für dich. Du könntest ja auch denken, du machst für einen Esel. Ne? Das Tier macht gesprächig. Ja. Wir haben einen Zugang zum Tier, wir reden über das Tier und scheinbar nicht über uns, sondern wir reden scheinbar über das Tier. In Wirklichkeit reden wir aber nebenbei auch über uns. Ne? Wie mit dem Streicheln. Ganz genau, ganz genau. Er hat mich angestupst. Ich weiß jetzt nicht, ob es nett war oder ob er mich wegstupsen wollte. Das ist nicht die entscheidende Frage, aber ganz spannend ist ja die Frage, er hat was gemacht mit dir, was im echten Leben, wie würdest du im echten Leben regeln? Wenn ich plötzlich ankäme, würde ich sagen, hallo, hey, hey, hey. Was soll sie denn machen im echten Leben?
Die Reaktionen der Tiere sind Denkanstöße, auch für den Umgang miteinander. Rausfinden, was das Gegenüber mag, schafft Vertrauen, erkennt Sarah. Aufgabe vom Therapeuten: Sarah und Nils sollen sich einen Esel gemeinsam aussuchen. In der Paartherapie kommt hier die wichtige Frage. Emily? Wie genau seid ihr zu der Entscheidung gekommen? Wer hat das gesagt? Du hast gesagt, wir nehmen die Emily. Ja, weil die blieb so weit an ihm, hing so an ihm. Und die anderen waren jetzt gerade weg. Deswegen habe ich gedacht. Einer allein entscheidet etwas, was beide betrifft. Ob das gut und richtig ist? Bei der Fellpflege lässt sich entspannt und locker darüber reden. Allein zu Hause wäre es vielleicht schwieriger. In gemütlichem Eseltempo geht's weiter. Nils und Sarah sollen jetzt lernen, wie man produktiv mit Widerstand und Sturheit umgeht. Was so ein Esel denkt, wenn er partout nicht will. Du willst mich hier vom Gras wegholen, ich habe aber Hunger und das ist doof für mich. Also hast du ein Problem, nicht ich. Ich bleib hier stehen und fresse. Ne? Gibt's denn was der Esel vielleicht auch vom Menschen lernen könnte? Der Mensch, der geht oft über seine eigene Arterhaltungsideen hinweg, handelt gegen die Gesetze der Natur, gegen sich selbst oftmals. Und das wird ein Esel nie tun. Darum kann er wenig vom Menschen lernen. Nils und Sarah lernen vom Esel, dass sie durch klares Handeln seine Sturheit überwinden können. Eine gute Regel auch für Menschen. Echte Gefühle, spontanes Interesse. Da sind die Ziegen genau wie die Esel. Als ob sie sonst nichts zu tun hätten, leben sie tatsächlich mit drei Eseln und ihrem Lebensgefährten am Starnberger See. Warum Esel? Und zwei Katzen. Warum Esel? Ich bin früher, Sie hatten es ja vorhin erwähnt, ich bin früher leidenschaftlich geritten und hatte ein ganz, ganz tolles Pferd, das ich unheimlich liebte. Und als es gestorben ist, musste es irgendwie in Richtung vier Beine und irgendwas Artverwandtes weitergehen. Mhm. Aber ich wollte, ist das nicht ein Abstieg vom Pferd? Nein, ich wollte eben keinen Verrat begehen an meinem geliebten Pferd. Ach so. Und hatte immer schon eine große Liebe zu Eseln. Das finde ich unheimlich schöne und tolle Tiere. Die und sind stur, die sind... Die sind nicht stur. Kann man drauf reiten eigentlich, auf so einem Esel? Also ich habe so Zwergesel und wenn ich dann da drauf sitze, dann fühlen die sich ganz schlecht und das merkt man so an dem sich einziehen und so diesem Gefühl, jetzt schießt der gleich los und schmeißt dich ab. Also deswegen tue ich es nicht wirklich, um das arme Tier nicht zu quälen. Man könnte auf den reiten, aber es ist einfach nur der Umgang, der einfach unheimlich schön ist. Es sind keine sturen Tiere, sondern die machen einfach nur die Dinge, die sie tun wollen. Die sind nicht stur, die haben nur ihren eigenen Kopf. Sie das tun sollen. Ja. Ja. So okay, oder? Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, es ist so eine gewisse Grundsympathie. Also sie entdecken sich da auch hier und da wieder. Naja, sagen wir mal so, ich tue natürlich auch Dinge, die ich nicht unbedingt immer tun will. Aber das tut halt der Esel nicht und das finde ich natürlich sehr sympathisch. Und also sie leben da auf dem Land und nebendran ist ein Stall und da stehen die Esel und sie gehen da morgens hin und geben denen erstmal eine Möhre. Nein, nicht ganz. Ich habe das Glück, dass ich eben in Starnberg wohne und ein Grundstück am Rande der Stadt habe, das groß genug ist, um auf dem eigenen Grundstück drei Esel zu halten. Mhm. Und die werden dann abends ins Bett gebracht und morgens und sie lesen noch was in den Tag gebracht. Richtig. Ihr Lebensgefährte arbeitet praktischerweise auch gleich im Hotel, als Controller, glaube ich. Genau. Dann sieht man sich wenigstens mal so ein bisschen. Genau. Und man hat natürlich, was ganz wichtig ist, man hat natürlich jemand in seinem engsten Umfeld in einer ganz wichtigen Aufgabe, dem man halt vertraut. Ja. Und natürlich weiß mein Lebensgefährte, wo ich bin. Es ist ein Beruf, wo sie eigentlich nie zu Hause sind. Und es ist natürlich wichtig, dass man ein gewisses Grundverständnis auch für den anderen hat. Und ich weiß, und ich meinte, der treibt sich jetzt irgendwo rum, sondern... Ja, es gibt da so ein Wort, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, Privatleben. Haben Sie sowas? Das hatte ich Ihnen, meine ich, beantwortet. Mein Leben ist ein komplett großes Privatleben. Ja? Also es ist schon auch mein, das ist wirklich... Aber irgendwann wollen Sie doch mal die Füße hochlegen. Vielleicht wollen Sie selber mal ins Hotel. Das tue ich eigentlich ganz selten. Das tue ich wirklich nachts, wenn ich schlafen gehe. Dann merken Sie es nicht. Und für mich ist einfach Privatleben tatsächlich dann, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Tieren bin... Das ist natürlich Privatleben, ja. Also ganz raus abschalten, was gönnen Sie sich da? Wenig Zeit, wirklich. Der Alltag ist sehr vereinnehmend. Und wir machen einmal im Jahr Urlaub,
Eine Woche, zehn Tage. Richtig. Die lassen es aber krachen. Und ansonsten ist der Alltag erfüllt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass der Alltag Spaß macht, dass man so seinen kleinen Ausgleich hat. Und wie gesagt, Tiere sind für mich unheimlich wichtig. Also jetzt nur eine Stunde mit den Tieren ist wie vielleicht andere, die um 5 nach Hause kommen und dann, ich weiß nicht, was alles da reinpacken. Aber das ist für mich unheimlich beruhigend, unheimlich entspannt und aufbauend. Haben Sie manchmal so dieses Gefühl so, oh, jetzt reicht's? Ich meine, gehe mal davon aus, dass Sie keine finanziellen Probleme haben. Sie könnten ja sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt fange ich an, Seidenmalerei oder Töpfern oder ein Atemseminar oder irgendwas. Ja, Atemseminar wäre gut. Also haben Sie manchmal so Fluchtfantasien, dass Sie sagen, so, jetzt reicht's, jetzt war ich lange genug hier Dienstleisterin? Nee, das habe ich nie. Was ich ab und zu sehr schön finde und ganz wichtig finde, um vielleicht auch auf die Esel zurückzukommen, ist einfach Zeit. Und es ist einfach bei den Tieren insgesamt gegeben, zu sich zu kommen. Ob das jetzt ist, dass man vielleicht auch mal im eigenen Haus eine Massage kriegt, wo man einfach nur mal sich fühlt, oder ob man seinen Esel im Arm hat und sich und das Tier fühlt. Ja. Und das gibt unheimlich viel Kraft. Und da reichen Ihnen dann auch ein paar Minuten? Da reichen ein paar Minuten. Mal angenommen, Sie hätten jetzt noch mal die Wahl. Gab es irgendeinen anderen Berufswunsch oder einen anderen Lebensentwurf? Ich hätte mir vorstellen können, Tierärztin zu werden, weil ich, wie gesagt, unheimlich gerne mit Tieren. Ich bin sehr konsequent in den Dingen, die ich tue. Und ich hätte, glaube ich, für jedes Leben gekämpft, was ja auch nicht unwichtig ist. Hätte ich mir vorstellen können. Obwohl mein Lebensgefährte immer zu mir sagt, die armen Tiere. Weil ich nicht so ganz handbegabt bin. Aber ich hätte nicht operieren müssen. Man muss fairerweise sagen, dass das Problemviertel Hasenbergl in München, das würden sich viele Großstädte auf dieser Welt wünschen. Das ist jetzt kein Slum oder kein Ghetto, aber für Münchner Verhältnisse durchaus sozial problematisch. Sie sitzen im Kuratorium dieser Stiftung. Was genau machen Sie da? Man hat ja ein bisschen jetzt was in dem Film gesehen über Hasenbergl. Es sind alles Kinder, die da angesprochen werden, die aus Familien kommen, die dritte, vierte Generation Arbeitslosigkeit hinter sich haben oder in der sich noch befinden. Und die Einrichtung ist ursprünglich von der katholischen Kirche ausgehend. Da gibt es eine ganz wunderbare Person, eine Frau Hofmeier, die betreut die Einrichtung. Und München hat das Glück, unheimlich viele Mittelständler zu haben, die Ja sagen, wenn es um Dinge geht, die wir gemeinsam bewegen können und verändern können. Und allen voran den Eigentümer von Dahlmeier, den Herrn Randlekofer, der diese Stiftung ins Leben gerufen hat, um eben dieser Einrichtung eine finanzielle Absicherung zu geben. Also Sie sollen Spenden und wir, also der Herr Randlekofer hat dann natürlich diese vielen Münchner, die er kennt, die er wusste, dass da eine Bereitschaft haben zu helfen, gerufen. Die Kuratoriumsmitglieder wurden, unter anderem auch ich. Und dann passieren so Dinge, wie jetzt eben gerade gezeigt wurde. Da ist dann zum Beispiel im Kuratorium eine Frau Neumeister von einem Auktionshaus, die Anne-Sophie Mutter kennt. Ja. Und der Maris Jansons, der sofort gesagt hat, mache ich. Und so passieren dann einfach aus Netzwerken heraus unheimlich tolle Dinge, die unheimlich viel Geld eben für diese Einrichtung generieren und so wirklich die Einrichtung wachsen lassen und da wirklich ein Vorzeigeprojekt haben entstehen lassen, wie es, glaube ich, in anderen Städten schön wäre, wenn entstehen könnte. Es wäre schön, wenn Sie eine Zweigstelle hier in Berlin aufmachen würden. Ja, ich glaube, die sind auch dabei. Also das ist jetzt ein Projekt, was auch in anderen Städten gesehen wurde und was jetzt auch versucht wird zu transferieren. Die Frage ist natürlich, ob es da so viel Geld gibt, was dann zusammenkommt. Aber was das Schöne ist, ist, dass die inzwischen auch die Eltern in das Projekt holen. Dass sie auch die Eltern den lernen, lesen und schreiben zu lernen. Dass die denen die Möglichkeit geben, einfach auch nicht nur die Jungen, sondern also auch die davor. Eigentlich sind auch die Elternbetreuungsfälle, nicht? Ja. Wahrscheinlich sogar die größeren. Sie engagieren sich natürlich als Tierliebhaberin auch global für den World Wildlife Fund. Das hat Ihr Vater Ihnen nahegelegt. Wie kam es dazu? Hat er gesagt, Mädchen? Es war ihm einfach wichtig. Mein Vater, man hat ja immer so seinen Ursprung in den Dingen. Ich glaube, die Tierliebe und die Liebe zur Natur und den Respekt zur Natur habe ich von meinem Vater. Und meinem Vater war es immer sehr wichtig. Da gibt es eine Organisation, die heißt 1001. Die ausschließlich für den WWF dann Geld generieren. Eigentlich ähnlich aufgebaut wie Kuratorium Hasenbergl, wo es einfach 1001 Mitglieder
gibt, die halt dann versuchen, einfach Spenden zu generieren. Und es war meinem Vater wichtig, mir ist die Natur auch wichtig. Es ist eine Organisation, die sehr solide ist. Insofern habe ich da weitergemacht. Auch wenn Sie zur Bescheidenheit neigen, aber als vierte Generation einem so traditionsreichen Hotel, irgendwas will man doch auch der Nachwelt hinterlassen, oder? Wie soll man in 100 Jahren über Sie sprechen? In 100 Jahren? Na, so da leben wir natürlich so noch, dank der Großvater, ja. Ja. Wie wird über Ihren Großvater gesprochen? Naja, also sagen wir mal, hätte mein Großvater damals während des Kriegs bzw. nach dem Krieg nicht die Kraft gehabt, es wieder aufzubauen, wäre das Haus nicht mehr da, wäre es keine Ahnung, was es dann geworden wäre. Und letztendlich wäre dann vielleicht das, was man von mir sagen könnte, die hat alles dran gesetzt, das Familienunternehmen zu erhalten, vielleicht noch ein bisschen zu verbessern, das Beste zumindest zu tun, es in die Richtung zu führen und hat dafür Sorge getragen, dass es dann auch eine Zukunft für dieses Familienunternehmen gibt. Das ist mein Auftrag. Sie haben angefangen mit einem 10-Jahres-Plan, als Sie gerade von der Uni kamen. Haben Sie jetzt auch noch einen für die nächsten 10 Jahre? 10 Jahre nicht mehr, aber die nächsten 5 Jahre sind schon fixiert. Also zumindest in den Dingen, die man also im großen umbautechnisch Veränderungen durchführen möchte und muss, weil es sind einfach Dinge, die muss man langfristig planen. Aber natürlich ist dann zwischendrin sind immer wieder Veränderungen, die dann auch Improvisation und kurzfristige Umplanung seiner Vorstellungen notwendig machen. Aber der große Plan ist schon wieder da. Ne? Eine Wanderbaustelle, der Bayerische Leider. Hof. Frau Volker, zum Schluss kommen wir zu unserem knallharten, typisch Deutschspiel. Zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Sie entscheiden sich blitzschnell für eine. München oder Nürnberg? München. München oder Berlin? München. München oder New York? München. Bier mit oder ohne Alkohol? Für mich jetzt persönlich ohne, obwohl es deutlich besser mitschmeckt. Mhm. Lieber in die Alpen oder lieber an die Nordsee? Ich liebe Meer, lieber Nordsee. Araberhengst oder Esel? Esel. Okay, Luxus oder Askese? In der Mitte drin. Sehr gut. Vielen Dank, Ingrid Volkert. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Wenn Sie noch mehr über unseren Gast wissen wollen, schauen Sie sich auch Talk in Germany an, die englische Ausgabe mit meinem geschätzten Kollegen Peter Craven. Den Link finden Sie wie immer unter www.dw.de. Alles Gute Ihnen. Bis dahin. Tschüss.